Mit Thomas Tuchel hat Borussia Dortmund einen Nachfolger für Jürgen Klopp gefunden, der weiß, was es heißt, einen von Klopp geführten Klub zu übernehmen. Von 2001 bis 2008 leitete Klopp die Geschicke beim FSV Mainz 05. Tuchel folgte dem 47-Jährigen 2009 als Cheftrainer und schaffte Großes. Aufbauend auf Klopps Erfolg etablierte der 41-Jährige die Rheinhessen in der Bundesliga. Zweimal schaffte man sogar den Sprung in die Europa League. Nun tritt Klopp beim BVB ab und wie schon bei den Mainzern prägte der extravagante Coach auch bei den Westfalen eine Ära. Und erneut soll Tuchel Klopps Arbeit weiterführen. Der perfekte Nachfolger also? Christian Heidel hat viele richtige Entscheidungen getroffen, aber die zu Thomas Tuchel war ganz bestimmt eine der besten. Ich glaube, dass Thomas jeden Fall in der Welt trainieren könnte. Dennoch erntet Tuchel immer nur das, was Klopp schon säte? Immerhin findet der ehemalige Verteidiger beim BVB einen durchaus starken Kader, eine hervorragende finanzielle Situation und ein hohes Fanpotenzial vor. Die Erwartungen in Dortmund an Tuchel sind groß. Der neue Trainer soll die Westfalen dorthin führen, wo man in der Vergangenheit unter Klopp stand, in die Spitze der Bundesliga. Tuchel ähnelt dem amtierenden BVB-Coach dabei in vielerlei Hinsicht. Beide haben ein Faible für Pressing und für Konterfußball. Beide sind als Hitzköpfe bekannt und nun lauten auch bei beiden die ersten zwei Stationen als Cheftrainer gleich. Selbst was den Humor betrifft, gibt es Ähnlichkeiten. So sagte Tuchel über Klopp. Wie nehmen Sie ihn denn wahr? Sehr unterkühlt und zurückhaltend, sehr sachlich, sehr analytisch. Und können ein bisschen mehr aus sich rauskommen, finde ich. Aber ich denke, da arbeitet er dran. Tuchel wird sich in Dortmund also dem Vergleich mit Klopp stellen müssen. Groß ist der Schatten, den der Meistertrainer hinterlässt. Eigene Impulse und neue Erfolge, vielleicht sogar eine ganz eigene Spielweise sind vonnöten, damit Tuchel nicht als Kopie von Klopp wahrgenommen wird. In Mainz gelang das dem 41-Jährigen gut. Und auch sonst gibt es Abweichungen. Pressen und Umschalten, das ist das Steckenpferd von Jürgen Klopp. Thomas Tuchel bewies in Mainz jedoch, dass er verschiedene taktische Ausrichtungen im Repertoire hat und sich dem Gegner anpasst. Sollte Klopp wie Tuchel ein mögliches Sabbatjahr anstreben, so sehe wohl auch die Auszeit ein wenig anders aus. Ich glaube, dass Wetten, dass auch wieder aufgelegt wird, wenn Jürgen Pause macht. Also ich würde es mir wünschen, dann würde ich es auch wieder gucken. Für Thomas Tuchel ist Borussia Dortmund eine entscheidende Station in seinem Werdegang. Im Ruhrgebiet hat der Fußballlehrer größere Möglichkeiten als noch in Mainz. Doch es werden wohl nur Titel helfen, um Jürgen Klopp vergessen zu machen. Wie das geht, hat Tuchel beim FSV Mainz 05 gezeigt.